So, auch keine große Wartezeit, geht sofort weiter. Jetzt müssen wir noch die zwei Typen da hinten. Wo sind die denn? Okay, auf dem Container steht keiner. Wo seid ihr denn? Huhu. Ah, da hinten haben wir auf jeden Fall einen gesehen. Kleine Schlawutzki. Ja, oder müssen wir hier nochmal ein bisschen nach. Ja, ich denke mal nach vorne müssen wir nochmal ein bisschen. Einmal. Und wo ist Nummer 2? Komm, ein Ömmel läuft da hinten rum. Ich sehe es auf der Karte. Wo ist die kleine Flachzange? Wo ist denn dieses verkackte Arschgesicht jetzt? Huch! Was mache ich denn? Ach, da hinten ist er. Hi. So, naja, gut, war jetzt nur ein normaler Schützenskill. Schützenkill? Schützenskill, jawohl. Den Skill habe ich schon beim Moderieren hier verloren. Der ist schon nicht mehr da. Achso, warte mal. 50 Munition habe ich da jetzt noch. Ja, das sollte eigentlich funktionieren. So, 30 von 42. Die hat einen Stern, 2, 3, 4. Ja, kommen wir. Behalten dann das ACR. Ich glaube nämlich nicht, dass es dann jetzt hier schon gewesen ist. Kann ich mir nicht vorstellen. So. Warte mal, die können wir auch eigentlich alle töten. Können wir nochmal ein paar XP. So. Na, kommt mal alle her. Ja, sorry Leute, das war jetzt nicht meine Schuld, ne? Wenn ihr so blöde seid und eure eigenen Autos in der Luft sprengt, also bitte. Also das tut mir dann leid, aber nicht weh. Also wirklich. So. Alter. Alter, was für Kackboons. Das sollte reichen. Ja, wir sind verbunden. Jetzt kannst du einen Blick nach Rossi Fremont werfen. Danke für alles. Du warst eine große Hilfe. Hey, einem Abenteuer kann ich nicht widerstehen. Dann sind wir also fertig? Nein, ich fange gerade erst an. Ich muss da rein, ein paar Antworten finden und meine Schwester retten. Und sobald du deine Antworten hast, was dann? Dann finde ich raus, wer dahinter steckt. Und sorge dafür, dass sie bezahlen. Jeder Einzelne, der mit Linas Tod zu tun hat. Bist du noch da? Ja, ich bin da. Okay, ich sehe dich dann. Na, wunderbar, Abend. Alter, das Ende war ja gerade richtig deftig. So, oh, Level Up. Sehr gut. Wir haben doch hier vorne noch. Woher hast du diese Nummer? Du bist dieser Rächer. Das ist eine riskante Behauptung. Ja, Mann, genau das ist die Stimme. Hast mir eine Scheißangst eingejagt beim ersten Mal. Hör zu, ich hab da was dich vielleicht interessieren könnte. Mhm.
Ich habe herausgefunden, dass die Polizei mehr Waffen auf die Straße bringt. Was soll das bitte heißen? Ich habe da was mitgehört. Die verkaufen das Zeug kistenweise undercover. Warte, sowas habe ich mal gesehen. Findest du die Quelle? Ja, genau. Aber nachsehen musst du selbst. Nur eine Sache. Du erwähnst mich in deinem Manifest. Ich habe gar kein Manifest. Das kommt noch. Okay, ja gut. Mit dem Waffenhandel, da haben wir ja schon angefangen. Diese mysteriösen Kisten enthalten hergestellte Tools und so weiter und so fort. Alle neuen Kisten finden, bla 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 bla. Alles gut, alles gut. So. 12. Ja, sehr schön. Nehme ich gerne. So. Der Nagel war auch noch dran. Schachspieler, Schachspieler. Wenn ich nur dran denke. Kommt sowas in ein Sandwich, verdammt. Ach so, das war. Komplette Schachpartie spielen. Soll ich es mal probieren? Ich weiß es nicht. Ich bin im Schach ein kompletter Vollidiot. So wie ich mich auch jetzt gerade in dieser aufnahmistischen Gedings. Ich dachte eigentlich, dass das hier ein Trinkspiel gewesen wäre, aber. Wir können es ja mal probieren. Auf den Versuch kommt sie an. So, warte mal, den jetzt erstmal dahin. Remy, ich bin etwas enttäuscht. Hä? Wieso? Wir sind doch noch dabei. Was willst du denn? Alter, ist das scheiße. Wir hätten das Ding noch zu Ende bringen können, du Pisskopf, ey. Nee, also, nö. Ich habe mich zwar nicht so blöd angestellt, wie ich eigentlich gedacht habe. Ach, verpiss dich doch, ey. So. Ja, Leute, dann endet jetzt diese Aufnahmesession ein bisschen. Ein bisschen komisch, aber das hat mich jetzt gerade ein bisschen geärgert. Dass es jetzt auf einmal so unentschieden jetzt ausgegangen ist, also, das finde ich nicht okay. Aber wir. Ach, wisst ihr was? Bevor ich jetzt die Aufnahme beende, ich hole noch eben den einen CTOS-Turm hier vorne. Das ist doch der hier vorne, oder? Genau. Sehr schön. Wunderbar, wunderbar. Und nun weitere Meldung. Eine Fehlfunktion in einem Ampelsystem soll. So. Wie gesagt, holen wir das Ding eben noch kurz mit. Und dann können wir uns dann bei der nächsten Aufnahme dann um den Bereich dann kümmern mit den CTOS-Kästen, wenn das dann soweit klappt und den ganzen anderen Kram, was dann noch so auf uns wartet. So, okay, da kommt man nicht dran. Was haben wir hier vorne? Achso, das muss entriegelt werden. Wie muss ich hier. Hä? Moment. Ach so. Ich kann jetzt hier schon. Ja, ist ja gut. Ist ja gut, ist ja gut. Ich hab nichts gesagt. Ich bin ja schon ruhig. So, nur hier kommen wir jetzt noch nicht rein, ne? Nur wo kriegen wir da jetzt den geringsten Dingens her? Wie soll ich denn da oben hinkommen? Hä? Na, das ist ja ganz doll.
Also das Ding war jetzt kein Problem. Gut, dann muss ich da eben nochmal ganz kurz runter. Ich hoffe, das überlebst du. Dankeschön. Ach so. Gut, das muss einem Dummen auch gesagt werden. Ansonsten wäre ich nämlich jetzt dran gescheitert. Aber es gibt, glaube ich, hier bei allen CTOS-Türmen so ein paar Problemchen. Was tue ich hier eigentlich? Achso, ich bin ja schuldig. What? Oh, nee! Hab einen Fixer am Arsch. Der muss schnell weg. Und zwar sofort. Das hätte ich nicht machen sollen. Oh. Ja. Oh Gott. Ja. Genau so geht's. Notrufzentrale, worum geht es bitte? Irgendein Arschloch ballert hier rum. Hallo, Sie müssen in der Leitung bleiben. Notrufzentrale, was ist der Grund Ihres Anrufes? Alter, Leute, geht's noch? Hier ballert irgendwer rum. Wo bleiben die Bullen? Hält zum Kopf nicht aus hier. Alle Einheiten, CTOS-Scan initiiert. Nee, Leute, ich mache das später. Ich muss jetzt einmal gucken, dass ich hier vor den Bullen abhauen kann. An alle Einheiten. Ja. Leute, wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession wieder. Bis denn, ciao ihm.